Ein berühmter Mechanismus ist der Michaelis-Menten-Mechanismus der Katalyse. Hier haben wir eine Reaktion mit vorgelagertem Gleichgewicht. Experimentell hat sich gezeigt, dass bei hoher Substratkonzentration die Reaktion nach nullter Ordnung verläuft und bei niedriger Substratkonzentration die Reaktion nach erster Ordnung verläuft. Ein Mechanismus muss dieses Verhalten selbstverständlich entsprechend abbilden. Der Michaelis-Menten-Mechanismus besteht aus drei Elementarschritten: die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes mit der Geschwindigkeitskonstanten K hin, der Zerfall des Enzym-Substrat-Komplexes mit der Geschwindigkeitskonstanten K rück und der Zerfall des Enzym-Substrat-Komplexes zum Produkt mit der Geschwindigkeitskonstanten K. Die grüne Reaktion ist eine Quelle für den Enzym-Substrat-Komplex, die rote und blaue Reaktion ist eine Senke für den Enzym-Substrat-Komplex. Wenn wir die entsprechenden Geschwindigkeitsgesetze einsetzen, erhalten wir diesen Ausdruck, der die Gesamtänderung der Konzentration von ES beschreibt. Da ES ein instabiles Zwischenprodukt ist, können wir nach dem Quasi-Stationaritätsprinzip diesen Ausdruck gleich 0 setzen. Wenn wir jetzt noch die Konzentration des freien Enzyms durch die Anfangskonzentration des Enzyms und die Konzentration des gebundenen Enzyms ersetzen und nach ES auflösen, erhalten wir diesen Zusammenhang. In dem können wir die Kombination der Geschwindigkeitskonstanten durch die Michaelis-Menten-Konstante ersetzen und erhalten schließlich für die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes den Ausdruck E0 mal S durch S plus Km. Die Geschwindigkeit der Produktbildung ist K1 mal ES. Damit haben wir hier die berühmte Michaelis-Menten-Gleichung abgeleitet. Für hohe Substratkonzentrationen steht im Nenner nur noch S. Das S kürzt sich heraus. Wir haben eine Reaktion nullter Ordnung. Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit stellt sich ein. Für niedrige Substratkonzentrationen kann man S im Nenner vernachlässigen. Wir erhalten eine Reaktion erster Ordnung. Die Auftragung der Reaktionsgeschwindigkeit gegen Substratkonzentration hat also einen ähnlichen Verlauf wie eine Längmürsche Adsorptionsisotherme. Entsprechend ähnlich können wir auch diese Kurve auswerten. Wenn wir doppelt invers auftragen, den sogenannten Lineweaver-Burk-Plot, also 1 durch R gegen 1 durch S auftragen, haben wir eine Gerade, deren Achsenabschnitt 1 durch R max entspricht und deren Schnittpunkt mit der x-Achse minus 1 durch Km entspricht. Enzymkinetiken können häufig nach Michaelis-Menten beschrieben werden. Wir haben ein Gleichgewicht zwischen Enzym-Substrat und Enzym-Substrat-Komplex. Der Enzym-Substrat-Komplex kann zum Produkt zerfallen. Es ergibt sich eine Kinetik, die erster Ordnung ist bei geringen Substratkonzentrationen und nullter Ordnung bei hohen Substratkonzentrationen.